Fühlst du dich jetzt so ein bisschen komisch wegen manchen Situationen irgendwie? Eigentlich würde ich das Speedtraining gerne beenden. So ist es vorbei. Muss ich dahin? Viel Spaß. Okay, jetzt kann es echt spannend werden, weil ich ja weiß, was da auch so mit Rebecca ist und weil ich auch weiß, dass er so ein kleiner Wirbelwind ist. Deswegen, ich habe mir gedacht, okay, jetzt geht's los. Darf ich dir Hallo sagen oder kratzt mir die Augen direkt aus? Kannst dich einfach hinsetzen. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit dir hier reden soll, ehrlich gesagt. Von mir müssen wir aber gar nicht miteinander reden. Ein bisschen unangenehme Situation. Richtig. Du warst, wie soll ich das jetzt nett formulieren, eine Malle-Bekanntschaft. Ich hab schon gehört, du hast die Love Suite schon eingeweiht. Ja, ich habe da eine Nacht geschlafen. War schön. Freut mich. Wirst du bestimmt auch das ein oder andere Mal einweihen. Gehe ich auch von aus. Ja. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Der wird da so oft in der Love Suite sein, das hast du noch nicht gesehen. Aber nicht mit mir. Ich sag mal so, ich hätte mir lieber gewünscht, dass Melissa drin bleibt und du rausgehst. Ja, ich weiß. Oh. Aber Karma. Karma ist ein bisschen. Jetzt hast du das Vergnügen, dass du mich hier ein paar Tage wahrscheinlich noch ertragen darfst. Ja. Hauptsache, du funkst mir nicht dazwischen, sonst alles okay. Geh mit Adrian, werd glücklich mit dem, so. Lass mich mal mein Ding machen. Kannst du machen. Damit hast du ja auch geklärt. Ich glaube auch. Gibt keinen Stress. Ich will ja auch keinen Stress, sag ich dir ganz ehrlich. Ich auch nicht. Guck mal, das Ding ist, es ist eine Zeit vergangen. Also, wenn es dir wichtig gewesen wäre, das zu klären, hättest du es machen können. Zumindest wäre es ein bisschen männlich gewesen. Ich denke, ich habe nicht so viel falsch gemacht eigentlich. Du bist ganz unschuldig? Ich bin unschuldig, definitiv. Okay. Das weißt du auch. Ich will es dir ja noch zeigen. Ich weiß auch nicht, was der Sinn und Zweck war, sowas zu erfinden. Warum macht man sowas? Weil da oben nur Murmeln sind. Nur Murmeln? Ja. Immerhin habe ich Murmeln da oben drin. Bei dir kann ich direkt durchgucken, durch den Kopf. Ist deine Haare ein bisschen anders? Ein bisschen. Vorher war besser. In mir brodelt es auch und ich bin auch richtig, richtig sauer auf ihn. Und das weiß er auch. Aber er denkt halt so, dass halt alles immer so ein Spaß ist. Aber nicht alles ist Spaß. Das kannst du vielleicht mit anderen Frauen machen, die das auch lustig finden. Ha, hi, hu. Aber nicht mit mir. Die reden locker schon 10 Minuten, ne? Bitte provozier mich einfach nicht. Ich provoziere? Ja. Ich kann gar nicht provozieren. Ich weiß, dass du das liebst, weil du weißt, dass ich aufrasten kann und ich weiß, dass es dir Spaß macht, aber zügel dich ein bisschen. Nehme ich mich besser in Acht, bevor du mich noch zerkratzt. Ich wünsche dir viel Spaß. Werde ich auf jeden Fall haben. Genieß es. Mach ich. Sex schließe ich nie aus. Ey, wenn da nichts Gefühlsmäßiges hochkommt, kann ja trotzdem deinen Spaß. Aber ich glaub zwar nicht, dass Rebecca sich nochmal auf mich einlassen wird, nur für Spaß. Aber ich meine, wer kann meinem Charme widerstehen, ne? So, Ladies, ich danke euch erstmal für das schöne Date oder die schönen Dates mit euch. Hab euch alle sehr gut kennengelernt. Die eine oder andere kannte ich ja schon ein bisschen oder die Vorgeschichte mitgehabt. Ja, meine Entscheidung, ich musste echt ein bisschen überlegen, wen ich mitnehme, wie ich das am besten mache. Ich musste, glaube ich, auch tief in mich hineinhören, wen ich mitnehmen möchte. Ich glaube, der nimmt Layla, ne? Und ich musste tatsächlich auch ein bisschen über meinen Schatten springen. Deswegen würde ich Rebecca mitnehmen auf das Date. Weil ich denke, dass wir einfach noch was miteinander zu klären haben, dass ich noch mal das Gespräch mit ihr suchen muss, dass wir noch mal tiefgründiger das Ganze aufarbeiten, was zwischen uns vorgefallen ist. Und ich denke mal, die anderen Frauen werde ich danach auch noch weiter kennenlernen, werde die Gespräche noch weiter mit euch suchen. Aber ja, jetzt fürs Date will ich erstmal Rebecca mitnehmen.